dieser Box befindet sich Ihre neue Kostbarmacher Bierbrauanlage, die Basis für Ihr ganz persönliches Bier. Öffnen Sie die Box bitte vorsichtig, damit die Teile darin nicht beschädigt werden. Nehmen Sie die Einzelteile aus dem Karton und kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden und in Ordnung sind. Folgende Teile befinden sich in der Box: 2 Malzplatten, 1 Hopfenfilter mit Klemme, 2 Metallgriffe für die obere Malzplatte, die weiße Kappe für das Überlaufrohr, der Glasdeckel. Das Bogenrohr für die Zirkulationsleitung. Ein langes und ein kurzes Überlaufrohr. Einen abnehmbaren Griff zum Herausnehmen des Malzrohres. 2 Stecker mit doppeltem Innengewinde. 1 Stecker mit einfachem Innengewinde. 1 Stecker mit Außengewinde. Und abschließend noch der Braukessel mit dem Malzrohr. Schrauben Sie den Stecker mit dem einfachen Innengewinde an das kürzere Überlaufrohr. Am anderen Ende des kurzen Überlaufrohrs wird nun der erste doppelte Innengewindestecker montiert. In diesen können Sie das längere Überlaufrohr befestigen. Anschließend wird der zweite doppelte Innengewindestecker sowie der Stecker mit dem Außengewinde befestigt. Somit wurden nun alle einzelnen Bestandteile für das Überlaufrohr des Malzrohres zusammengesetzt.